Willkommen zu diesem Video. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Ablagefach nachrüsten. Und zwar machen wir das Video, weil wir jetzt über 20 Mails schon bekommen haben zum Thema, kann man das Ablagefach nachrüsten im F30, F31. Es geht um das Ablagefach auf der Fahrerseite links, also unter eurem Lichtschalter. Bei Fahrzeugen mit Fahrerassistenzsystemen könnt ihr das Ganze nicht so einfach nachrüsten, weil ja da die Bedieneinheit für die Assistenzsysteme sitzt. Bei Fahrzeugen ohne Assistenten können wir das Ganze aber nachrüsten. Offiziell gibt es dazu von BMW keine Nachrüstanleitung, keinen Nachrüstsatz. Deswegen habe ich einfach mal die nötigen Teile bestellt. Die Teilenummern schreibe ich euch unten rein. Und als erstes zeichne ich mir grob den Ausschnitt an, den wir gleich machen. Es gibt dafür auch eine Schablone, die hatte ich aber nicht zur Hand. Die hätte ich nur für den F20 gefunden. Ihr seht, ich schneide hier erstmal ein bisschen weniger aus. Ich wollte auf keinen Fall zu viel ausschneiden. Ihr könnt das Ganze auch zum Beispiel mit einer pneumatischen Stichsäge machen. Dann würdet ihr hier in alle vier Ecken ein Loch bohren und das Ganze dann ausschneiden. Also wundert euch nicht, weil der erste Ausschnitt hier, der war nur grob. Ich habe den Ausschnitt am Ende dann mit Lineal und einer scharfen Klinge gerade gemacht. Das Ganze lässt sich relativ leicht durchschneiden. Hier habe ich mal grob probiert, wie viel noch weg muss, und das Ganze mit einem Messschieber dann ermittelt. Wenn ihr euch da nicht so sicher seid, klebt euch das Ganze rund um den Ausschnitt am besten ab, damit ihr nicht mit eurer Klinge abrutscht und euch eine Macke ins Armaturenbrett macht. Wenn euer Ausschnitt passt, dann muss als nächstes das Lüftungsgitter oben raus, damit ihr den Lichtschalter ausbauen könnt. Das ist nur, ihr seht es hier, mit so zwei Nasen gehalten. Und auch der Lichtschalter ist nur geklipst. Beim Einbau seht ihr es nochmal genauer. Dann schieben wir jetzt in den begradigten Ausschnitt unser Fach und geben von oben durch die Lichtschalteröffnung das Gegenstück auf das Fach. Seht ihr hier, und das wird jetzt von unten nach oben verschraubt mit zwei Schrauben. Hier seht ihr die beiden Schrauben. Die müssen jetzt in dieses Teil rein. Wenn ihr das Ganze dann reingeschraubt habt, sieht das Ganze so aus. Also mega cool und wirklich, ja, sagen wir eine Viertelstunde Arbeit. Jetzt kommt der Lichtschalter wieder rein, einfach nur eingeklipst. Anstecken natürlich nicht vergessen. Und das Lüftungsgitter wird dann auch einfach nur reingesteckt. Wenn ihr zu dem Lüftungsgitter noch was sehen wollt, auf dem Kanal haben wir das Video zu den Alcantara Carbonleisten. Da seht ihr das Ganze auch nochmal. Ja, und das war's schon. So schnell rüstet ihr das Ablagefach nach. Ist nicht jedermanns Sache, aber wenn ihr das Ganze nachrüsten wollt, dann, wie gesagt, Teile unten in der Videobeschreibung. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.